Dank für die Vorstellung. Wie gerade schon gesagt, irgendwie mein Name ist Starbuck oder zumindest irgendwie alle Leute außer meiner Mama nennen mich Starbuck. Und ich bin so ein bisschen der Biometrie-Experte, was den Chaos Computer Club anbelangt. Hauptsächlich, weil ich irgendwie das schon seit inzwischen, glaube ich, 15 Jahren mache. Also halt irgendwie so alles, was mit Biometrie zusammenhängt, sich ein bisschen durchzulesen und irgendwie gerade so was die Überwindungssicherheit irgendwie betrifft, irgendwie dann halt einfach so dem Hackertum freien Lauf lassen und versuchen, die Systeme zu überwinden. Und das ist das, was ich heute so ein bisschen anhand von so ein paar lustigen Folien euch darlegen will. Das Bild, also hier das Telefon ist das Wichtige, irgendwie das war das neue, das iPhone 5S kam Ende 2013 raus. Und das war das erste, und es war nicht das erste Mobiltelefon, aber dadurch, dass es ein iPhone war und von Apple, das erste, was halt so Biometrie wirklich irgendwie massentauglich gemacht hat, also mit irgendwie dem iPhone 5S, mit dem Touch-ID-Sensor, haben plötzlich irgendwie alle Leute Fingerabdrücke benutzt und fanden es auch noch total cool. Das Problem allerdings ist, dass sich diese Fingerabdrücke relativ einfach fälschen lassen. Und da kommen wir in der nächsten Folie zu. Jetzt erstmal noch ein kurzer Ausblick in die Vergangenheit. Es geht nicht um die Nazi-Sex-Party da oben, sondern um den Artikel da drunter, wo es so schön heißt, Hacker klauen Fingerabdrücke von Schäuble. Und das hat ja Frank Rieger gestern irgendwie schon kurz angesprochen. Das war so kurze Zeit, nachdem Biometrie in die elektronischen Reisepässe aufgenommen wurde. Das heißt, jeder Mensch in Deutschland, der irgendwann mal vorhat, außerhalb der EU zu verreisen und somit einen Reisepass braucht, ist seit 2005 verpflichtet, seine Fingerabdrücke abzugeben und halt also praktisch dem Staat seine Fingerabdrücke zu geben. Was wir damals irgendwie kritisiert haben, weil natürlich einerseits Fingerabdrücke eigentlich, also es war zumindest bis dahin so, dass halt Fingerabdrücke nur von Leuten abgenommen werden, die halt ein schweres Verbrechen begangen haben oder zumindest mal irgendwie auffällig geworden sind und in Kontakt mit der Polizei gekommen sind. Und seitdem ist es halt so, dass tatsächlich inzwischen halt, wie gesagt, jeder deutsche oder jeder europäische Staatsbürger, der zumindest irgendwie einen Reisepass haben will, irgendwie verpflichtet ist, seine Fingerabdrücke abzugeben. Fanden wir damals total doof und haben uns gedacht, na, was kann man dann irgendwie am sinnvollsten dagegen tun oder am Publikums- oder am öffentlichkeitswirksamsten. Und da dachten wir uns, naja, was kann man irgendwie, was ist besser als einfach mal sich eine Person auszudenken, die halt direkt was damit zu tun hat. Also Schäuble war damals Innenminister, also praktisch mehr oder weniger auch verantwortlich dafür, dass die Fingerabdrücke der Gesamtbevölkerung abgenommen werden. Und er ist aber außerdem auch irgendwie eine relativ geschützte Person, also hat halt immer Bodyguards um sich rum und wie Leute, die das normale, gemeine Volk von ihm fernhalten. Also praktisch, eigentlich würde man denken, total schwierig, irgendwie seine Fingerabdrücke zu kriegen. Dass dem nicht so ist, haben wir gezeigt. Und zwar war das so, dass er auf einer Veranstaltung der Humboldt-Universität damals eine Rede gehalten hat und wie das halt so üblich ist, wenn man irgendwie Reden hält, hat man irgendwie eine Clubmate oder ein Glas Wasser irgendwie neben sich zu stehen. Und das Schöne ist, wenn man halt irgendwie diese spiegelnden oder halt irgendwie gute Oberflächen hat, dann hinterlässt man auch automatisch jedes Mal, wenn man es anfasst, diese Oberfläche halt seinen Fingerabdruck. Also wer von euch irgendwie hier ein Telefon oder sowas hat, kann ja einfach mal seinen Daumen nehmen, irgendwie kurz raufhalten und dann so ein bisschen gegen das Licht halten. Und da sieht man halt schon wunderbar, wie man diese, also dass da halt die Fingerabdrücke hinterlassen sind. Was wir damals noch ein bisschen gemacht haben, zumindest so die oberen zwei Bilder, sollten jeden, der irgendwie schon mal so einen Krimi gesehen hat, bekannt vorkommen. Also ist das, wenn die Polizei dann irgendwie an den Einsatzort kommt, irgendwie, wo gerade jemand eingebrochen hat, dann suchen sie natürlich nach Fingerabdrücken, um halt, also wie ich vorhin meinte, halt so Kriminelle zu überführen. Und was sie normalerweise tun, ist, sie nehmen halt Farbpulver, so einen feinen Pinsel und dann schieben sie praktisch dieses Farbpulver über den Fingerabdruck drüber hinweg. Und die Partikel haften halt an den Fettrückständen, die man halt auf dem Glas oder auf der Flasche hinterlassen hat. Und so kann man halt die Fingerabdrücke sichtbar machen.
Wenn es irgendwie Fragen gibt, irgendwie am besten einfach zwischendrin. Und ich habe hier mal noch die zweite Variante, die eigentlich so als Video gedacht war. Gibt es hier noch mehr Sound? Kannst du den Beamer noch ein bisschen lauter machen? Nein. Okay, ansonsten ist es mach mal voll Power hier bis Ende. Also ist Englisch, aber ich denke mal, ja, du hast nicht, oder? Du hast nicht lauter gemacht. Mach doch mal lauter. Mehr. Jetzt war 7. 6 von 7. Ach, wir haben bestimmt noch Zeit. Nein, du bist immer noch falsch. Du willst auf Audio wieder zurück. Mach mal Back. Nochmal. Und jetzt mehr Volume. 8, 9, 10, 11. Yes. Ist in Englisch, aber wir erklären. Übrigens ein ziemlich cooler Film, wer Beverly Hills Cop, wer ihn noch nicht kennt, auf jeden Fall mal angucken. Was sie halt getan haben, ist praktisch so mehr oder weniger die zweite Variante, die hier unten auch nochmal in Bildern dargestellt ist, wie man Fingerabdrücke sichtbar machen kann. Das Problem an der oberen Technik ist, dass du halt praktisch mit dem Pinsel über den Fingerabdruck rüber streichst, das heißt, du läufst auf jeden Fall Gefahr, ihn zu beschädigen. Die zweite Verfahren funktioniert, wie ihr gerade gesagt habt, mit Sekundenkleber, also irgendwie das, den normalen Kleber, den man irgendwie auch im Laden kaufen kann. Den macht man einfach in so einen kleinen Flaschendeckel rein, irgendwie so 2-3 Tropfen, hält ihn irgendwie auf den Fingerabdruck drauf, wartet irgendwie 2-3 Minuten und dann sieht es im Idealfall so aus. Also das heißt, die Dämpfe von den Sekundenkleber lagern sich irgendwie an den Fettrückständen ab und dann hat man halt eine sehr gut sichtbare Kontrastunterschied. Das ist halt auch so was, was wir halt immer versuchen, wenn es darum geht, die Sachen zu überwinden, irgendwie komme ich auch später gleich nochmal, halt immer so zu versuchen, halt auch alltagstauglich das zu machen, also um zu zeigen, dass es halt wirklich mit minimalen Aufwand und mit minimalen irgendwie Kosten geht. Das ist immer so der Hintergedanke, zumindest bei den Attacken, die ich versuche, halt irgendwie in die Öffentlichkeit zu bringen. Sieht man hier ganz, ganz deutlich auch nochmal dann an der fertigen Fingerabdruckherstellung. Also was wir halt jetzt gerade gemacht haben, ist, wir haben den Fingerabdruck sichtbar gemacht. Damit kann man halt auch nichts anfangen. Das heißt, man hat jetzt zwar den Fingerabdruck, kann ihn veröffentlichen, aber um halt tatsächlich ein System zu überwinden, muss man halt auch noch so eine Attrappe dafür bauen, die man sich auf den Finger kleben kann. Ich habe sogar welche mitgebracht. Ich würde die einfach mal rumgeben. Der eine ist hier ein bisschen empfindlich, wenn er kaputt geht, ist auch nicht so schlimm, aber könnt ihr zumindest mal so ins Licht halten und einfach mal irgendwie gucken, wie das nachher funktioniert. Also die Technik, die hier angewendet wurde, um den Fingerabdruck zu überwinden, ist, man druckt halt einfach das Bild, was man dann gerade von der Flasche, von Schäuble oder von dem Glas irgendwie abgenommen hat. Druckt man auf eine ganz normale durchsichtige Folie aus, also man braucht halt auch wieder nur einen Drucker, Folie kann man irgendwie für 2-3 Euro im Laden kaufen. Druckt das aus, nimmt dann irgendwie Holzleim, also auch so wieder Baumarkt Holzleim, macht halt eine ganz dünne Schicht über die Folie rüber oder über den Ausdruck, lässt das trocknen und dann kommt halt irgendwie sowas raus, beziehungsweise hier das dünne Durchsichtige, was man da hat. Das ist halt so dünn, dass man tatsächlich nahezu unsichtbar auf den Finger kleben kann. Also ich bin damit dann tatsächlich auch zu so Supermärkten, wo sie halt irgendwie mit Fingerabdruck bezahlen lassen können, bin ich einfach mal hingegangen. Ich habe natürlich meinen eigenen Finger auf meinen, also meine, die Attrappe von meinem Finger auf meinen Finger geklebt, um jetzt nicht irgendwie eine fremde Person also mich als eine fremde Person auszugeben. Aber im Endeffekt kann man es natürlich dann irgendwie auch mit allen anderen Fingerabdrücken machen. Also ich hätte irgendwie auch als Herr Schäuble dort bezahlen können, wenn er sich dort angemeldet hat. Und es hat tatsächlich funktioniert. Also es ist so, dass es halt nicht aufgefallen ist, weil halt die Kassiererin interessiert es auch nicht, sobald da irgendwie ein Finger erkannt wird, dann sagt sie, okay, ist schön, ist bezahlt, lass dich gehen. Und da kann man tatsächlich dann im Zweifelsfall auch echt viel Schaden mit anrechnen finanziell. Also im Supermarkt vielleicht nicht, dann kann man irgendwie höchstens, keine Ahnung, 100 Kilo Schokolade kaufen. Aber es gab genauso gut auch Elektronikfachgeschäfte, die es eingesetzt haben, dann kann man dann irgendwie im Zweifelsfall auch mit 2 Computern rauslaufen. soweit. So gut zum Thema Fingerabdrücke von Leuten
an die man irgendwie mehr oder weniger rankommt. Also das heißt, irgendwie im Fall von Schäuble war es halt so, wir mussten halt dieses Glas noch irgendwie uns besorgen, ist halt immer so ein bisschen Risiko. Das heißt, irgendwie im Zweifelsfall, wenn die da gestanden hätten, seine Leibwächter, und geguckt hätten, hätten wir im Zweifelsfall ein Problem gehabt. Deswegen haben wir überlegt, was gibt es denn noch für andere Möglichkeiten, an so Fingerabdruckbilder ranzukommen. Und genau, Bild ist da das passende Stichwort. Wir haben einfach mal ein paar Tests gemacht. Hier Hackerzeltlager, haben wir uns hingesetzt. Ein Kumpel von mir mit irgendwie seiner halbwegs guten Spiegelreflexkamera, und sind einfach mal immer einen Meter weiter zurück, haben Bild gemacht, wieder einen Meter zurück Bild gemacht und mal geguckt, was man da irgendwie sinnvoll an Bildern von Fingerabdrücken rausfinden kann. Und das hier ist das Bild aus 3 Metern Entfernung. Man sieht halt irgendwie wunderbar, also alles ist jetzt anhand des Beamers ein bisschen schlecht, aber wenn man die Originalbilder sieht, also man sieht halt wirklich ideal das, was man haben will, und zwar halt die Fingerabdruck, also die Rillen. Und bis zum Abstand von ungefähr so 6-7 Meter waren tatsächlich noch halbwegs sinnvolle Bilder da, die man verwenden konnte, um eine Attrappe zu bauen. Also das heißt, 7 Meter, das ist irgendwo da hinten, stehst hier mit der Kamera, halbwegs unbemerkt, irgendwie kann man das machen. Und dass das halt nicht nur so in der im kooperativen Szenario funktioniert, wollten wir natürlich irgendwie auch zeigen, haben uns dann wieder ein berühmtes, bekanntes Opfer gesucht. Politiker sind da immer sehr angenehm. Und in dem Fall war es die aktuelle Bundesverteidigungsministerin, Frau Dr. van der Leyen. Und dieses Bild, das hat einfach irgendwie halt so super, weil es halt irgendwie unten sieht man so verschwommen noch den Namen und oben irgendwie den passenden Finger. Wie wir daran gekommen sind, ist, wir haben halt einfach mal einen Fotografen gefragt, der halt normalerweise so in der Bundespressekonferenz irgendwie ist, also wo halt die Politiker ihren Blödsinn von sich geben, stand halt irgendwie auch so mit der gleichen Kameratyp, so irgendwie 3 Meter, also die erste Stuhlreihe, wo sie dann irgendwie alle dauerhaft irgendwie Fotos knipsen, hat sich aber diesmal halt nicht auf das Gesicht fokussiert, was halt seine Kollegen immer gemacht haben, sondern einfach mal versucht, auf die Hände zu gehen. Und auch da kam dann im Endeffekt halt irgendwie so ein Bild raus. Wenn man halt jetzt hier ranzoomt, sieht man auch schon wieder relativ gut, dass man dort halt die Fingerabdruck Rillen sehen kann. Und hier drüben ist praktisch so das noch nicht vollständige Bild, aber das ist praktisch, was man dann in eine Attrappe umwandeln könnte. Ich würde behaupten schon, also halt gerade so die Fingerabdruckalgorithmen basieren oder nehmen halt hauptsächlich so diese zentralen Strukturen, weil dort halt viele Merkmale sind, die gut ausgewertet werden können. Das heißt, ich denke, in dem Zustand sollte es schon funktionieren. Wenn es halt nicht funktioniert, also das Problem sind halt hauptsächlich diese weißen Flecken, muss man halt einfach dann 2, 3 Bilder machen und irgendwie halt die Stellen raussuchen, wo halt irgendwie in einem Bild das gut zu sehen ist, und dann editiert man die einfach rein oder zieht es im Zweifelsfall hier einfach von Hand. Ich meine, man kann relativ gut erahnen, wie es halt weitergeht, zieht die von Hand nach, macht eine Attrappe und gut ist. Problematisch wird es, also so das Horror-Szenario im Endeffekt, was halt irgendwie auch 2005 war das, glaube ich, genau. Also es soll euch auch zeigen, dass wenn diese Techniken eingesetzt werden, was für eine Gefahr dahinter steckt, auch wenn sie halt nicht hackbar sind oder angeblich nicht hackbar sind. Also selbst wenn man halt keine Attrappe bauen kann, kann man halt immer auch den Finger abschneiden und sie weiter benutzen. Und ich bin mir halt sicher, der Typ, dem sie da den Finger abgeschnitten haben, der wird nie wieder Fingerabdrucksysteme benutzen und wahrscheinlich irgendwie auch keine anderen biometrischen Systeme nach dem Problem, was er da irgendwie festgestellt hat. Weiter geht's blutig mit dem nächsten System. In dem Fall Iris-Erkennung. Also Iris ist praktisch das, was irgendwie eure Augen da bunt macht, schwarz, blau, grün, was auch immer. Und halt so, wenn es nach Hollywood geht, ist es in der Regel halt irgendwie, wie gesagt, sehr blutig mit irgendwie, wir kratzen das Auge aus dem Schädel aus und halten es dann irgendwie vor die Kamera. In dem Fall war das Minority Report. Und funktioniert wunderbar, ist aber in der Regel auch viel einfacher möglich und vor allem unblutiger. Das Einzige, was man braucht, ist halt ein hochauflösendes Foto und halt einen halbwegs guten Drucker, wobei halbwegs guter Drucker auch wieder, wie hier heißt, 1200 dpi, also irgendwie was halt jeder zu Hause oder mindestens im Büro zu stehen hat. Und ein halbwegs gutes Foto heißt im Zweifelsfall irgendwie mit dem iPhone irgendwie aus einem halben Meter Entfernung gemacht. Wie mit den Fingerabdrücken? Wollte ich das hier irgendwie, ich habe die passenden Bilder nicht, egal. Also wir haben es irgendwie dann auch nochmal, wie bei den Fingerabdrücken, versucht mit halt irgendwie einer ordentlichen Kamera, irgendwie auch wieder aus Abständen.
Und da kam irgendwie dann das Ergebnis raus und ich wollte hier euch nochmal zeigen, dass es halt tatsächlich auch an guten Systemen funktioniert. Also wie erst ich habe mich eingelernt, hat funktioniert und dann hat wirklich der Ausdruck davor gehalten und hat halt irgendwie auch wunderbar funktioniert und auch wieder halt aus dem Abstand von so 6-7 Metern. Das heißt, halt Leute, die solche Systeme benutzen, sind auf jeden Fall irgendwie in Gefahr, dass unbemerkt praktisch ihre biometrischen Merkmale gestohlen werden. Nur ist natürlich doof, wenn man an so ein System kommt und dann irgendwie mit dem Blatt Papier vorm Gesicht irgendwie rumwackelt. Deswegen haben wir uns überlegt, oder beziehungsweise kann man auf jeden Fall auch versuchen, dieses Muster dann auf eine Kontaktlinse zu drucken. Gibt es halt entweder fertig zu kaufen, so mit einem vorgenerierten Muster, oder man schickt halt irgendwie sein Bild zu irgendwie so Augenspezialisten, die drucken bzw. malen dir dann irgendwie so eine Kontaktlinse irgendwie von Hand nach. Ja, tut mir leid für dieses grausame Bild, aber es musste leider sein. Wie vorhin mit Fingerabdruck und Frau van der Leyen haben wir auch versucht, das mit der Iris nochmal in der Praxis auch zu zeigen, dass das irgendwie auch geht. In dem Fall unsere liebe Bundeskanzlerin als Opfer gewählt. Ähnliches Szenario, auch wieder gute Kamera, 5 Meter Entfernung. wenn man reinzoomt, also man sieht hier halt wirklich irgendwie wunderbar die Tränensäcke und die Irismuster kann man so 1:1 irgendwie ausdrucken, vor die Kamera halten und dann ist man halt irgendwie Frau Merkel. Alternativ, wenn man halt sich irgendwie keine gute Kamera leisten kann oder irgendwie Angst hat, dass man erwischt wird, wenn man halt irgendwie auf das Auge fokussiert, sucht man sich halt alternativ andere Bilder, die es im Internet gibt. In dem Fall war es ein Wahlwerbeplakat, einfach aus dem Grund, weil die halt normalerweise auf 8x10 Meter gedruckt werden. Das heißt, irgendwie super hohe Auflösung und halt irgendwie auch hier wieder super gut zu sehen, das Regenbogen, also das Irismuster und schön wegretuschiert die Tränensäcke diesmal. Das heißt, muss ja irgendwie auch gut aussehen, wenn es... Und dann nur noch die Hälfte? Ja. Also bei Iris-Erkennung ist es so, dass du, also es ist ja mehr als die Hälfte ein bisschen so, also es geht mit so halbwegs geschlossenen Augen geht es auf jeden Fall auch. Also so irgendwie 2/3 bis die Hälfte, das irgendwie reicht in der Regel. Letzter Punkt, weil irgendwie die Zeit auch schon wieder ganz schön fortgeschritten ist, Gesichtserkennung. Ähnlich wie bei der Iris-Erkennung, man macht ein Bild, hält das Bild halt vor die Kamera. Und das geht halt sogar irgendwie bis zu der Qualitätsstufe, dass man mit seinem Telefon ein Foto von einem Bild, was auf einem Telefon dargestellt ist, irgendwie abfotografieren kann, sogar zweimal und dann hält man das Telefon davor und das funktioniert immer noch. Das Einzige, was dagegen so ein bisschen hilft, ist, dass man die sogenannte Lebenderkennung aktiviert und das heißt in dem Fall, dass halt entweder sich der Kopf bewegt, also in so einem verlangt das System ja, schüttel mal den Kopf oder zwinker mal mit den Augen, um halt zu sagen, ah, da ist irgendwie kein Bild, sondern irgendwie ein lebendes Objekt davor. Was man dagegen tun kann, ist irgendwie hier auf der rechten Seite dargestellt, man nimmt halt einfach kein Standfoto, sondern halt irgendwie ein Movie, also ein Film und macht halt irgendwie Play und dann dreht der Film halt irgendwie, wird halt, also dreht die Person im Film dann halt irgendwie den Kopf. Oder, wo ich besonders stolz drauf bin, weil es einfach irgendwie sehr cool zeigt, wie man mit einfachen Mitteln auch solche Systeme überwindet. Auch wieder hier, jetzt wird gleich hier die Lebenderkennung angeschaltet. Nein. Genau, hier Anti-Spoofing, Nebenerkennung, höchste Sicherheitsstufe, mit einem Kollegen von mir von früher gemacht, der auch wieder gerade wie bei der Iris-Erkennung, er macht, meldet sich erstmal selber an sein System an, also hier auch so Gesichtserkennung funktioniert und dann sagt das System, hier blinkt er mal mit den Augen, er blinkert mit den Augen und ist angemeldet und das Ganze wollten wir jetzt natürlich irgendwie auch so, ohne mit dem Computer davor rumzusitzen, sondern wir haben irgendwie auch einen Ausdruck gemacht. halten den Ausdruck jetzt davor. Jetzt kommt hier gleich oben wieder die Ansage, jetzt blinker doch mal. Ah, ist halt blöd, so als Foto, blinker doch mal. Wie macht man das dann am sinnvollsten? Was wir einfach machen ist, wir nehmen so einen Stift und winken einmal irgendwie ganz kurz vor dem Augen hin und her. Und das System denkt, oh, da sind die schwarzen Löcher, die irgendwie Augen sind, plötzlich nicht mehr zu sehen, weil der Stift hat irgendwie zufällig so eine Hautfarbe. Und schon hat man es überwunden. Noch ganz kurz für 3D-Erkennung gibt es halt irgendwie auch so mit diesen 3D-Masken, kennt ihr irgendwie auch aus Filmen vielleicht, was halt prinzipiell auf jeden Fall funktioniert. Ich skippe das jetzt einfach mal. Ist tatsächlich in der Praxis
in der Praxis nicht so ganz einfach, wie man sich das vorstellt. Also da bin ich auf jeden Fall noch dabei, irgendwie ein bisschen was zu machen. 3D-Drucker, ich habe gerade drüben im FabLab irgendwie mit den Leuten geredet, ist auf jeden Fall der nächste Schritt, den ich die nächsten paar Tage auf jeden Fall mal testen will. Wir sind zwar eigentlich schon durch, aber ich skippe noch schnell durch die letzten Folien, weil es einfach auch so zeigt. Du kannst ja ein bisschen mehr Zeit nehmen, weil wir haben nach hinten raus bei dem nächsten Slot. Sehr gut. Also es sind auch, wie gesagt, noch ein paar, aber das ist halt auch so ein Beispiel, wo man sich denkt, krass, wie man irgendwie auf so einfache Art und Weise irgendwie an Passworte kommt. Also in dem Fall geht es halt diesmal halt nicht um Biometrie, also es geht irgendwie nicht um Gesichtserkennung, wie man vielleicht denken würde. Es geht auch nicht um Iriserkennung, wie man vielleicht denken würde, sondern, kann sich jemand denken, worum es geht? Genau, was man dort irgendwie in der Mitte von der Pupille sieht, ist die Reflexion des Displays. Das heißt, du hast ja dein Telefon normalerweise irgendwie so vor dir, Frontkamera leuchtet halt über die Reflexion im Auge, siehst du halt das Display und man sieht halt nicht nur das Display, sondern man sieht irgendwie auch den Daumen, der da irgendwie gerade drauf rumtippt. Und wenn man weiß, was das für ein Telefon ist, dann weiß man irgendwie auch, welche Tasten der gerade tippt. Wir haben das tatsächlich auch mal in der Praxis ausprobiert. Das heißt, mein Kollege hat irgendwie ein paar Pins eingegeben, hat mir die Bilder gegeben und so in 90-95% der Fällen lag ich halt im ersten Versuch richtig und halt in den anderen, also die restlichen 5-10% waren halt irgendwie in der Regel im zweiten oder spätestens im dritten Versuch. Und halt gerade wenn es um PIN-Eingabe geht, hat man ja irgendwie in der Regel so 5 Versuche oder man nimmt halt einfach mehrere Bilder auf und guckt, ach so, okay, dann ist doch vielleicht ein bisschen weiter irgendwie links, dann ist vielleicht doch eine 2 und keine 3. Und ja, also bei diesem normalen Mobiltelefon wird es auf jeden Fall jetzt langsam kritisch mit der Frontkamera. Deswegen hier unser cooles Projekt drüben, was wir gerade machen. Halt die Abschaltung der Kamera von Telefon irgendwie in manuell zu machen, beziehungsweise mit einem Display davor, dass man mir einfach sagen kann, jetzt schalt doch mal die Kamera aus, weil halt genau dann dieses Problem halt irgendwie nicht mehr auftauchen kann. Und ja, das war's. Vielen Dank.